Oh, hallo. Wir sind jetzt hier in Berlin gelandet und gehen jetzt zu Fuß nach Madrid. Aber vorher verschnaufen wir noch ein bisschen. Mann, das ist peinlich. Ja, wir sind jetzt nach ein paar Tagen in Madrid angekommen. Ganz schnell mühen so ein Fußmarsch und haben jetzt nochmal für den letzten restlichen Weg Taxi genommen, damit wir uns ein bisschen ausruhen können. Jetzt sind wir hier im Hotel, ne, und jetzt ruhen wir uns ein bisschen aus. Morgen ist ja schon die Madrid Games Experience. Ja, Hotelzimmer ist sehr geräumig. Hier könnte man sogar zu zweit duschen, Tim. Kleine Roomtour. Schön. Und hier auch noch ein paar Worte an uns vom Hotel. Ich lese mal vor. Si no son, si no son los gemidos, que manan la. Das heißt so viel wie herzlich willkommen. Los payaros aubiertos que golpen pean las ven. Será las delicadas sangre neva. Hier gibt es delikaten Sangria nebenan. De ceniza tanas de la boda. Gibt Tannen am Boden, Orientures del aire por la oscuridad. Inextinguible, ja. Also, sie heißen uns willkommen und wünschen uns eine gute Nacht. Mann, was hältst du immer diese Kamera auf mich? Hi! Wir sind gerade beim Frühstück hier im Hotel. Und es ist ein extrem üppiges Frühstück. Ich habe noch nie so ein Riesenbuffet in einem Hotel gesehen. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? So krass? Ja. Also so krass nicht. Es ist ein großes, schönes Buffet, Frühstücksbuffet, ja. Ja, mit allem. Also Säfte, Melone, Honigmelone, Wassermelone, dann gibt es Kiwi-Melone natürlich. Übel krass Croissants und Baguette und guckt euch mal das Toast an, wie fett das ist, Junge. Und alle möglichen Marmeladen, Orangenmarmelade, Aprikosenmarmelade, Erdbeermarmelade, Holundermarmelade, deine Muttermarmelade und geröstete. Ne, ihr kennt ja immer, in Hotel gibt es immer Ei, Rührei mit Speck. Hier gibt es auch Tomaten geröstet. Also echt alles. Es gibt irgendwie 3-4 Theken. Gibt sogar hier geröstet, getrocknete Aprikosen. Alles. Da machst du gleich noch ein paar Detailshots, ne? Gehst du nochmal gleich hin, ne? Wir sind jetzt hier im Park Juan Carlos, ne? Klassisch. Hier ist gerade ESL Madrid und man kennt sie vielleicht aus der LCS. Giants kommen natürlich aus Spanien. Ist ein Team, was hier wahrscheinlich überbeliebt ist. Schick. Hallo Leute, also mit dem Zocken. Hi, I'm Hand of Blood, a German League of Legends YouTuber and streamer on Twitch. And in about 5 minutes I will start streaming here some League of Legends. Vamos! Ai, ai, ai! Ich bin gerade am Home-by-HP-Stand
Booth hier auf der Madrid Gaming Experience, hier auf Süden. Und bin hier quasi für Old Light und stream jetzt einfach bis 3. Dafür, dass ich hier teilweise minutenlang mit bis zu 300 FPS spiele, geht es eigentlich voll. Was heißt 300 auf Spanisch? Also das Game. Dieser Schaden. GG. Deja a los jugadores. Gigante, competitivo. Complicado porque a pesar de que Karma es bastante móvil con ese bufdo... So, das war's mit der Madrid Gaming Experience. War eine etwas andere Messe, hat ein bisschen an die Gamescom erinnert, aber es sind halt nur zwei Hallen und es gibt halt krasse Unterschiede. Du hast einerseits riesige Stände, Millionen Stände von irgendeinem Hardware-Hersteller oder zum Beispiel von der ESL, die großen Bühnen, wo halt dann E-Sport stattfindet und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du halt wirklich fast schon Gassen, ist wie so ein Markt, wo halt nur Stände sind, die irgendwie so alte, gammelige Gameboy-Spiele verkaufen oder irgendwelche Bücher zu irgendwelchen bestimmten Gaming-Themen. Ist halt super krass. Es gibt nicht so viele Cosplayer, es gibt fast gar keine Messe-Babes, habe ich irgendwie fast gar nicht gesehen. Ja, sehr kleine, aber feine Messe. Englisch ist natürlich wieder mau. Wir gehen jetzt erstmal ins Hotel und morgen geht's in den Flieger nach Paris. Tschüsskins, ne? Geht jetzt nach Paris, ne? Wieder zu Fuß und mal schauen, wie lange es diesmal dauert. Vielleicht nehmen wir wieder ein Taxi, aber ja. Mario, ist das nicht unser Flieger hier? Ja, oder? Geil, Mann. Oh, oh Gott. Ha, da sind wir gelandet. Irgendwann hau ich dir richtig hart in die Fresse. Ja, du provozierst das Mäus, ne? Fahren jetzt eine Dreiviertelstunde durch Paris zum Hotel mit dem Taxi. Aber es ist ziemlich zentral, das heißt, wir werden relativ viel sehen. Das war's, Tim, kannst ausmachen. Ja, wir sind jetzt hier im City Apart Hotel Adagio. Es hat 6 Sterne. War aber ein langer Weg, deswegen ist es auch jetzt nur angebracht. Und wie gesagt, für die letzten paar Meter haben wir wieder ein Taxi genommen. Hey Leute, herzlich willkommen zu meiner Roomtour. Komm mal mit. Das war cool, oder? Ja, voll. Hier schlafen Tim und ich. Diesmal haben wir getrennte Decken. Letztes Mal in Madrid. Was soll das? Denkst du, das ist cool oder was? Bist du ein Skaterfilm oder Spasti? So, weiter. Schrank. Und hier, schauen Sie. Ein Bad. Guck mal, das ist Tim. Hi. So. Und eine Küche. Ja, jetzt macht eine Roomtour tatsächlich. Ja, ist doch gut. Jetzt ist tatsächlich mal eine Roomtour angebracht.
weil man halt nicht nur ein Quadratmeter wie in Japan hat. Wir haben hier, ich habe selber noch nicht geguckt, Messer. Ja, Scheiße aus einer Küche halt. Also so ein Geschirrspüler. LOL. Und was ist das? Eine Waschmaschine oder was? Nee, Kühlschrank. Hä? Und achso. Okay. Oh! Falls wir sauber machen wollen in unserem Hotelzimmer. Dan. Hallo. Bist du Don? Ich bin Don. Don. Don kommt. Und weg von der Cola. Die Jungs da oben. Die Jungs da oben schmieren gerade mein Logo dran. Hand of Blood, ihr kennt das Logo von meinem YouTube-Kanal. Einfach weil fühle ich mich hier wohler, heimischer. Ich muss jetzt so einen Franzacken wegböllern. Domingo heißt der. Wir wählen gleich unsere Teams jeweils. Und dann gibt es Showmatches, Best of Three, da wird ein MVP gewählt, der kriegt ein T-Shirt von Vitality. Und ich hoffe, ich klatsche ihn jetzt weg. Der soll ganz gut sein, Midlaner und ADC. Was schon mal komisch ist, dass er zwei Rollen anscheinend gleichwertig hat. Mach ich weg! Jetzt mal aus, Tim! Bien sûr, de l'e-sport et nos invités, ce sera Domingo et Hand of Blood dans quelques minutes. On va faire des games, on dessinera des MVP sur chaque game, vous gagnerez des trucs en plus, et à 14h, on prend des photos et tout avec Shoot. Anyone wanna beat Domingo? Yeah! Yeah, any diamond players here? Yeah! You're with the Zix bomb. Pretty nice. You with the big, yeah, you, right. Domingo, a hand of blood. Il y a deux gagnants quand même, c'est parce qu'on a deux jungles de problèmes en mid et les games après. Et enfin, il y a 6 GG. Domingo et son équipe qui sortent en victorieux. Okay, erste Runde leider verloren. Der Lee Sin Pick was pretty smart. Well played. The Lee Sin Pick was pretty smart. You focus on ganks, right? Yeah. Yeah, I focus on farm. I think that was not good. I was playing metro. Yeah. But your main role is not jungle, right? Mid lane. Okay. Nice. Okay. Also erste Runde rasiert, aber wir spielen zwei Games. Mal gucken. Marc, wie waren die Spiele, Marc? Alter, Timmy. Wie hast die Scheißkamera. Marc, wie hast du dich denn gefühlt? Ich kann nie wieder nach Spandau zurück. Scheiß Blamage. Aber jetzt hat er. Alter, Timmy, jetzt mach die Scheißkamera aus. Jetzt sag doch mal der Kamera, wie du dich fühlst. Ah. Hä? Wie fühlst du dich, Tim? Hä? Wie fühlst du dich? Spaß dir, ey. Tim? Tim, wie ist die in Paris? Tim, wie ist es? Wir sind jetzt hier in der YouTube Gaming Lounge und ich fand die schon bei der Gamescom mega cool, aber hier in Paris ist die nochmal größer und verspielter. Hier sitzen quasi große französischen YouTuber, die ich alle nicht kenne und die auch nicht wahrscheinlich. Ich sehe eine Badewanne, eine Küche. Dankeschön. Thanks. Fahrrad an der Wand. Da hinten ist ein Kicker und ein Hochbett. Ist ganz cool. Mal gucken. Essen und Trinken ist ja auch immer gut. Ne? Also war es jedenfalls auf der Gamescom. Hoffe, hier gibt es keine Schnecken. Ne? In dem Sinne, tschüss.
So, das war's von der Paris Games Week. Sehr interessant, ein bisschen kleiner als die Gamescom, aber ich sage mal so, wenn du nicht jedes Jahr zur Gamescom gehst und hier durch die Hallen gehst, dann ist eigentlich fast dasselbe. Du merkst keinen Unterschied. Was aber auffiel, war, dass noch weniger Mädels halt anscheinend Gaming interessiert sind hier. Aber gut, vielleicht kommt das ja noch oder vielleicht ist das so in Frankreich. Madrid Gaming Experience war dahingegen sehr klein und es wirkt noch ein bisschen wie in den Anfängen. Ne? Du hast einerseits die ganz großen Stände, andererseits aber auch so die sehr Community-basierten Sachen noch und so Flohmarktartige Bereiche auch. Ja, war aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Tim und ich sind happy, auch wenn er gerade gegen die Sonne schielt, als sei er von der Tokyo Game Show. Wir gehen jetzt zum Hotel, holen unsere Sachen und dann zum Flieger. Wir sehen uns in dem Sinne.